Oh nein. Damit willkommen zurück bei Shadow Man Remastered. Es geht weiter. Hier im Tempel. Ich hab den Raum hier nochmal untersucht. Weil ich mir so dachte, das gibt es doch nicht. Bin ich blind? Oder nur doof? Es könnte beides sein. Aber schlussendlich war ich... Alter. So, die sind weg. Die Sache war, ich hab's vorher nicht gesehen. Es gibt hier einen Hebel. Diesen hier. Und an den habe ich mich rangehangen. Und dann ging's halt auch, ne? Also dann waren hier eben die Treppen unten. Ich kann es nochmal demonstrieren. Ups. Einfach wieder hier hoch. Ach, komm schon. Da, dieser Hebel. Da muss ich ran. Ihr seht, es klappt alles mal wieder so gut, wie es soll. Warum hat das eben nicht geklappt? Da, guckt nämlich schon so. Da seht ihr. So, und jetzt ganz schnell, wie das Spiel halt eben ist, gelangen. Dann hier hoch. So, nächste dunkle Seele. Die dunklen Seelen gehören mir. Ich habe auch noch mal einen kleinen Abstecher gemacht, übrigens, ins Spielzimmer. Da habe ich auch noch, glaube ich, 3 oder 4 Seelen waren es gefunden. Ich bin jetzt bei 48. Und mal sehen. Okay. Ja, gut. Speichert es jetzt. Nun denn. Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt nur das hier bisher gefunden. Aber ich werde mal gut gelaunt sagen, wir gucken uns jetzt erstmal nochmal weiter um. Ich habe mir nebenbei noch ein paar Notizen gemacht, von den Seelen, die ich jetzt hier in diesem Tempel gefunden habe. Und mal schauen, ob ich sie irgendwie erreichen kann. Okay, hier war noch Weg. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Achso, ich habe die Knarre noch in der Hand. Ich dachte schon, warum kann ich nicht klettern? Gleiches Problem, was ich sonst immer habe. Mit einem Gegenstand in der Hand geht das nicht. So, das nehmen wir mit. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, das war der Raum mit der Seele. Ich habe es schon geschafft, auf die andere Seite zu kommen, da hinten hin. Aber hier habe ich nämlich auch noch einen Holzhebel gesehen. Das habe ich mir auch noch notiert, genau. Holzhebel, Achtung. Genau, trifft mich. Ich muss es natürlich schaffen, von der Seite aus den Holzhebel zu erreichen und dann
wird sich, denke ich mal, die Plattform drehen. Die eigentliche Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, wie schaffe ich es dann wieder zurückzukommen? Wenn der Holzhebel da der linken Seite nach unten fährt, ob ich dann zur dunklen Seele komme, weil wenn ich in die Lava falle, bringt mir das halt auch nichts. Habe ich da nochmal geschrieben? Gehen wir erstmal weiter. Ich muss gleich nochmal schauen, wie ich darüber auf die andere Seite komme. Das habe ich leider vergessen. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Was soll denn das? So, gehen wir erstmal wieder hier lang. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier war es, glaube ich, ne? Genau, da ist das Ding. Und ich glaube, ich schaffe es auch von hier darunter zur Tür zu springen. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Tür versuchen zu springen. So, jetzt versuche ich das erstmal mit dem Ding hier, damit ich die Seele kriege. So, einmal zu viel gespeichert als gar nicht. So. Ach, das Ding geht nach oben. Okay. Das ist halt ein Problem. Daher weiß ich nicht, wie ich die Seele kriege. Habe ich jetzt wieder gemacht. Wollte doch... Nein. Okay, so. Ich könnte natürlich auch versuchen, erstmal da runter zu springen und diese Tür zu erreichen. Wo geht's hier denn nochmal hin? Hier war ich noch gar nicht. Guckt euch das mal an. Bin ich hier ehrlich gesagt nicht durchgegangen? Ah, das ist seltsam. Mhm. Die Schwestern erwachen. Guckt euch echt mal an, ich bin nicht mal Cutscene safe. Okay, ich habe jetzt zwei Dinger gemacht. Hier das dritte. Knöpfe gedrückt. So, Knopf Nummer 4. Okay. Jetzt gilt es wohl nach oben zu gehen und sich die dunkle Seele in der Mitte zu schnappen. Dann erwachen die Schwestern wahrscheinlich. Die Schwestern und die Seelen gehören mir. Oh ja.
denke, das waren sie alle. Okay. Außer der dunklen Seele hier in der Mitte gab es nichts. Speichere ich gerade nochmal. 49. Wir nennen uns wieder in der runden Zahl bald. Okay, lass mich mal überlegen. Von hier kam ich, oder? Ich gehe nochmal zurück, um die Lage zu checken. Ja. Okay. Den Raum haben wir untersucht. Hier waren wir noch nicht. Ah, jetzt sind wir hier, da wo die bewegende Säule war. I see. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, diese Lava zum Erkalten zu bringen, dass man zum Beispiel so eine Tür nutzen kann, irgendwie. Okay, ich werde hier nach oben gefahren. Da ist die dunkle Seele in der Mitte, aber die kriege ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich zur Tür hier. Ich glaube, was anderes kann ich hier aktuell noch nicht machen. Hey, wo bin ich jetzt? Ein neuer Raum. Voll geil, wir machen jetzt endlich mal ein bisschen Progress hier. Ah, hier baue ich das Ding hier. Die Schwestern erwachen. Hä? Wieso? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ja, moin. Ich sollte vielleicht das Ding wechseln. Weil mir ist aufgefallen, das wusste ich vorher halt auch nicht. Da habe ich mal drauf geachtet, dass Fackel-Ding, das zieht permanent Magie. Also solange es brennt, zieht es halt Magie. Und das ist halt relativ ungeil, wenn man am Ende keine Magie mehr hat. Es ist ja ein einziges Labyrinth hier. Hallo? Das Ding hier. 47 bei... Wie viel waren es? 100, ne? Bei 100 kann ich mir wieder eine Lebenserweiterung leisten. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Ist schon dunkel, du, ne? Oh. Moin. Okay, da oben ist eine Tür. Ich kam hier unten aus dem Labyrinth, aber ich glaube, ich habe größtenteils alles mitgenommen. Dann geht's hier weiter. Ist nichts. Ach, guck mal, wo ich jetzt bin. Hier oben. Ja, nice. Pumpen wir uns erstmal auf. So, speichern nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwie außerhalb des Tempels. Zum Glück habe ich gerade gespeichert, ne? Okay, aber zurück können wir noch.
so ein bisschen abgesenkt. Ach was, jetzt können wir Feuer laufen. Da wird ja mal Zeit. Wisst ihr, was uns das alles für Möglichkeiten eröffnet? Das ist ja super. Richtig geil. Jetzt kann ich auch die ganzen Türen betreten und andere Räume. Okay, das Ding ist hochgefahren. Lass mich mal überlegen. Also, wir sind hierher gekommen. Und es gibt hier, wie viel waren es? 4 Türen, glaube ich, oder? Also die eine, aus der wir gekommen sind, und noch 3 weitere. Ich würde Google und sagen, ich gehe erstmal hier in die linke Tür. Oh, jetzt komme ich nämlich auch an die Seele ran, ne? Ja. Musik hat die mir komischerweise aufgehört. Die dunklen Seelen gehören mir! Okay, nice. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Nee, das war nur für die Seele. Okay. Dann gehen wir wieder in diesen Raum zurück. Gehen dann mal durch diese Tür. Mal sehen, wo wir hier landen. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir uns auch das Dings holen, die dunkle Seele hier. Das ist hervorragend. Wenn wir uns jetzt nämlich an das Holzding schwingen, wäre das natürlich hoch. Wenn ich mich jetzt runterfahren lasse, kann ich dann wieder über die Lava hierhin zurück. Mir dann die dunkle Seele holen. Ah, die Macht der dunklen Seelen. Ein reines und uraltes Übel, Errungenschaft freigeschaltet. Wieso das? Ich hab 51. Ach so, ab 51 ist jetzt... Ah, wir haben Stufe 7 erreicht, sehe ich gerade. Nice. Das heißt, wir können jetzt Türen der Stufe 7 öffnen. Also das, was wir letztes Mal am Progress nicht hatten, haben wir dieses Mal richtig hart. Ich denke natürlich nochmal meinem treuen und wundervollen Abonnenten, die mir hierbei geholfen haben, dass ich hier weiterkomme. Sehr, sehr geil von euch. Ohne euch wäre ich jetzt hier noch weiterhin im Dunkeln getappt. Aber wir haben jetzt schon 52 dunkle Seelen. Und es scheint dadurch, wie gesagt, durch diese Fähigkeit, sich neue Wege zu offenbaren, die ich jetzt... Jetzt müsste ich eigentlich nochmal in die kompletten Welten zurück und gucken, wo es irgendwie Lava gab, wo ich drauf laufen kann. Okay. So, die Folge ist 20 Minuten geht, würde ich gut gelaunt sagen, gucken wir uns hier in dem Tempel erstmal nochmal ein bisschen um. So... Die dunkle Seele hier habe ich geholt. Hier kam ich raus, ne? Wo gab es denn noch irgendwie Lava, wo ich nicht weiterkam, frage ich mich gerade. Geh nochmal gerade zurück. Okay, die dunkle Seele hier habe ich auch geholt. Auch kein Problem mehr gewesen durch die neue Fähigkeit.
Ach, guck mal hier. Ich hab's. Also ich denke mal, theoretisch sollte unsere Aufgabe jetzt darin bestehen, Orte zu finden, die mit Lava getränkt sind, wo wir dann laufen können und wo wir auf jeden Fall eine dunkle Seele sehen. Noch irgendwas in der Nische? Nee. Da ist nichts. Ich habe 12 von 13 dunklen Seelen hier in dem Level. Das heißt, eine fehlt noch. Da würde ich nochmal gerne wissen, welche. Au, au, au. Deswegen wollte ich mich hier nochmal ein bisschen umgucken jetzt. Durch die neue Fähigkeit. Ich hab's. Ob ich die dunkle Seele vielleicht jetzt kriege? Die habe ich ja schon. Jetzt muss ich mir nie wieder Sorgen machen, irgendwo in die Lava zu fallen und zu sterben. Das macht mich gerade relativ glücklich. Okay, habe ich alles erledigt? Wow. Doof ist halt, dass ich die Fallen trotzdem überwinden muss. Weil die Türen ja oben sind. Aber die habe ich jetzt auch schon geholt. Welche Seele fehlt mir hier noch? Bin ich hier wieder in diesem großen Raum. Aber hier gab es ja nichts mehr. Da die Seele habe ich mitgenommen. Vielleicht wäre das Einzige, was noch großartig Sinn macht, nochmal zurückzukehren zum Anfang des Tempels und da nochmal zu suchen. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Das war das Labyrinth. Aber jede dunkle Seele, die ich hätte einsammeln können auf dem Weg dahin, habe ich ja schon. Und dann sind wir wieder hier. Vielleicht ist die dunkle Seele auch irgendwo noch versteckt. Vielleicht komme ich an die dunkle Seele nicht ran, weil es gibt ja noch diese Trommeln, nenne ich sie mal. Und mit denen kann ich ja aktuell noch nichts anfangen. Ich guck mal, ich gehe mal wieder raus aus dem. Achso, das Symbol. Ah, das ist das Symbol des Tempels. Und das haben wir jetzt links. Okay. Ich muss ins Menü. Hier. Und dann dahin. Aber mir fällt gerade was ein. Als ich hergekommen bin. Fuck, also wo kommt der denn her? Hier ist eine Tür, Stufe 7. Die können wir jetzt öffnen. Ich habe auf dem Weg hierhin auch nochmal Türen gesehen mit der Stufe 7.
Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ah, ich habe übrigens nochmal mich mit diesem Schriftstück hier auseinandergesetzt. Okay, ich muss mein Argument zurücknehmen, dass man nicht weiß, welche Items was machen, weil das steht hier beschrieben. Man muss hier halt ziemlich viel rumskippen, wie zum Beispiel, auf dass er in Feuer greifen kann, ohne dabei Schmerzen zu verspüren. Also diese Tarotkarten hier, auf dass er über glühende Kohlen schreiten kann. Dass er von Flammen verzehrt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Und so weiter. Also hier steht das nochmal, was wir mit den einzelnen Items denn machen können. Ja, und diese Symbole auf dem Körper des Shadow Man symbolisieren das können quasi, ne? Und dann statt auch, was die einzelnen Items machen. Mit diesem Ding kann ich auf diese Trommeln hauen. Hier so. Pong. Die öffnen quasi einen Weg. Witzig. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Vielleicht komme ich hier auch noch an die eine oder andere dunkle Seele. Alter, sind hier viele. Bin ich jetzt wieder. Die sind gespawnt wahrscheinlich, weil ich die Trommel benutzt habe. Okay. Ich könnte jetzt rein theoretisch nochmal zum Tempel zurückgehen und dann die Trommeln ausprobieren, aber ich würde gerne mal hierhin zurück. Weil es gab hier erstens noch auch eine Tür Stufe 7. Da oben nämlich. Und die würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Ich hab's. Glaub nicht, dass ich dich nicht gehört habe, du nicht gut. Alter, noch mehr. Ist hier eine Versammlung oder was? Von der ich nichts weiß. Da. Lass mal gucken, was wir hier haben. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Hier ist nämlich auch noch ein Item, sehe ich gerade. Was ist das? Das wird mir sicher von Nutzen sein. Wie, was, wo? Wo ist es? Ah, ist auch ein Teil des Eclipse. Sind, glaube ich, 4 Items, könnte das sein. Möglich, möglich. Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 Items. Ziemlich gut. So. Ich glaube, da oben war auch noch eine Tür 7. Das nächste, was wir natürlich dann erreichen müssen, um weiterzukommen, ist Stufe 8. Jetzt kann ich die Dinger hier auch mal einsammeln, da ich über Feuer gehen kann. Shadow Man ist in gewisser Hinsicht auch jetzt so ein Metroidvania, wenn man so will. Wir kriegen neue Items, neue Fähigkeiten, die uns natürlich auch Zugang verschaffen zu neuen Orten. Die dunklen Seelen wehren uns somit Zugang. Hier. Kann ich nun öffnen. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Denn ich glaube, hier geht's weiter. Und ich würde gerne einfach nur mal den Checkpoint haben, um hier hinzureisen. Da wir jetzt voll viel Kram noch eingesammelt haben, zusätzlich speichere ich gerade mal. Mir ist, als hätten meine Kräfte beinahe ihren Höhepunkt erreicht.
Die Seelen in mir brennen in einem fürchterlichen Feuer, das mich zu verschlingen droht. Von hier an gilt es allerhöchste Vorsicht, oder ich erliege noch der dunklen Verlockung des Asyls. Asyl, Lava, Abadukte. Hey, ist das jetzt auch anwählbar? Als Schnellreise? Asyl, Schienenblock. Zum Inventar. Asyl. Ewigpfade, Spielzimmer. Tempel? Nee, irgendwie nicht. Oh, was habe ich getan? Das wollte ich nicht. Wo bin ich hin? Hier hin. Drückt die ganze Zeit A statt B. Ich bin etwas verwirrt heute. Sicher, dass ich das nicht anwählen kann? Asylhaupttüre, Tempel. Bienenblock. Ewigpfade. Nee. Okay, das macht nichts. Ah, wobei. Wenn wir jetzt hier schon gerade sind, würde ich gerne noch eine Sache tun. Wobei, die Trommel öffnet ja eigentlich nur das, was unter den Statuen ist, ne? Weil die sind ja nur bei den... Bei den, sag schon. Bei den Räumen, wo die Statuen sind. Aber vielleicht ist unter einer Statue noch eine dunkle Seele. Das könnte natürlich auch sein. Deswegen nutze ich jetzt nochmal die Zeit, bevor wir uns da in den neuen Bereich des Asyls begeben. Mal gucke gerade mal, ob vielleicht noch eine dunkle Seele da irgendwo ist, die ich abgreifen kann. Ich hab's. Okay. Kam ich nicht von hier? Da. Nee. Dass die Gegner halt immer wieder respawnen, das finde ich halt schon so ein bisschen frech. Ich hab's. Sobald man einmal sich mit dem Teddy teleportiert, ist Game Over. Ja, dann kommen einfach die ganzen Gegner dann wieder. Da darf man sich nochmal mit denen rumschlagen. Okay. Da oben sind drei Trommeln. Da will ich doch mal gucken, ob wir nicht das Ding hinter der Statue aufkriegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle dunklen Seelen, soweit mir möglich war, gesammelt habe hier in dem Tempel. Meine Vermutung, wie gesagt, liegt sehr nahe, dass ich durch dieses neue Item, durch diese Trommel, durch diesen Trommelschlag, einen unteren Bereich öffnen kann, wo wahrscheinlich noch eine dunkle Seele drin ist. Da sagt mir mein Gefühl, das könnte durchaus schon so sein. Dass man dem Spieler halt echt zugute halten muss, was ich manchmal sehr äußerst nervig finde, ist, dass
es in manchen Spielen ja Fallschaden gibt und das gibt es in diesem Spiel halt nicht und das finde ich sehr gut. Jetzt kann ich hier einfach durchspazieren, das ist ein Träumchen. In diesem Fall geht das nicht, um auf die andere Seite zu kommen. Daher muss ich mich hier langhangeln. Und das. Sobald ich die Räume mit den Statuen untersucht habe, werde ich dann natürlich mich wieder begeben an den Anfang des Tempels und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Dann gehen wir in das neue Gebiet, was wir eben schon erschlossen haben. Und dann gucken wir mal, was da erwartet. Also nur noch 3 dunkle Seelenstufen haben wir vor uns. Dann ist das geschafft und ich denke mal, dann sind wir auch höchstwahrscheinlich soweit, das Spiel dann zu beenden. So. Einmal. Aber ich denke, da sind nur so Kadeaus da drin in den Schächten. Aber ich brauche die ja auch. Also die jetzt zu öffnen, selbst wenn keine dunkle Seele drin ist, macht schon Sinn. Weil ich würde schon gern mein Leben auch gegen Ende auf Maximum haben und es geht halt nur, wenn ich dann entsprechend diese Dinger finde. So. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Statuen es hier drin gibt in dem Tempel. Ich glaube 3 sind's. 3 oder 4. Weil ich wüsste, wo ich die Trommel noch einsetzen kann. Ganz am Anfang gab es auch so Trommeln in der Mitte und so einen Platz. Und da war es auch so, dass ich da mich so gefragt habe, wozu sind diese Dinger denn gut? Und ja, meine Frage wurde hiermit jetzt beantwortet mit diesem Item. Daher würde ich dann auch mal bei Zeiten dann gucken, dass ich das auch nochmal auschecke, weil ich wette mit Garantie, dass sich eine dunkle Seele wahrscheinlich dahinter befindet. Hinter diesem Tor. Auf einmal rushen wir durch den Tempel. Wie viele Kadeaus sind hier noch? 10. Könnte höchstwahrscheinlich sein, dass jetzt unter der letzten Statue, die hier noch ist, die restlichen 10 sind. Wie viel habe ich jetzt eigentlich gerade aktuell? 65. Aha. Selbst mit den letzten 10, die hier noch sind, reicht es leider nicht für einen weiteren Lebenspunkteanstieg. Aber ich werde ja höchstwahrscheinlich noch ein paar finden dann. Ja, hier ist... Nee, war nichts. Doch, hier sind aber Trommeln. Okay. Ist ja keine Statue im eigentlichen Sinne, aber... Trommeln gibt's hier. Hält mir echt ein bisschen zu viel aus. Ein Brett weg.
Brett vom Kopf. So, und noch die eine da hinten. Nee, es waren noch nicht alle. Okay, hier komme ich so durch. Aber zurück muss ich über die obere Ebene. Ich hab's. Vielleicht sind die anderen in irgendeiner Lava-Grotte oder da unten. Kann natürlich auch sein. Vielleicht verstecken sie sich noch hier irgendwo. Ich konnte sie halt nur nicht erreichen, weil ich halt nicht durch die Lava konnte. Aber hier ist nichts. Selbst in den Zwischenräumen ist hier nichts, leider. Ah, hier. Das habe ich hier noch nicht geöffnet, weil sonst wären die Gegner nämlich tot. Okay, die sind weg. Dann. So. Nummer 2. Brust Nummer 3. 1, 2. Nummer 3. Da oben. Clever. Oh. Hat geklappt. Ich wusste gar nicht, dass man das auch irgendwie als Waffe einsetzen kann. Was passiert dann? Funken sprühen. Gut, hier sind die letzten. von 42 haben wir alle. Keine dunkle Seele, aber hier wird wahrscheinlich noch irgendwo eine sein. Muss ich bei Zeiten mal gucken. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Shadowman Remastered. Wir haben jetzt ordentlich Progress gemacht. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter im Asyl-Lava-Pfade irgendwas. Ich werde mich schon mal dahin begeben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es dann dort weiter. Also, bis zum nächsten Mal.